Moin, herzlich willkommen hier zur Folge Ich dresche mir einen Wolf. Und das funktioniert alles nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle. Das liegt aber jetzt, glaube ich, nur an der ersten Runde. Ah, der andere hat abgeladen. Und tankt da schön meine... So, mal hier gucken. Was er jetzt hier macht. Wo er hinfährt, warum auch immer. Ich kümmere mich da vorne mal wieder um den Drescher. Vielleicht kriege ich den ja jetzt endlich mal aktiv. Der will ja jetzt auf einmal per Cosplay nicht mehr. Oh, er fährt zurück. Warum fährt er zurück? Muss ich nicht verstehen, oder? Warum er hier zurückfahren will? Muss ich nicht, oder? Muss ich das verstehen? Glaube nicht. Das mit dem Dingen zu tun. Ich schalte mich mal durch. Ach, hier seht ihr die. Hier steht im Weg. Boah, kennt man ja. Lassen wir den mal abfahren. Damit wollen wir uns jetzt eigentlich nicht so doll beschweren. Oh ja, jetzt mal gucken. Lädt er denn dieses Mal ab? Nee, er lädt nicht ab. Jetzt die Rohrposition gespeichert. Ich hoffe doch. So, jetzt muss ich ihm hier sagen, weil er jetzt voll ist und ich hier nicht runterkomme. Muss ich ihm jetzt sagen. Und du fährst jetzt mal weg. So. Und der wird jetzt gleich an der nächsten Kurve schon irgendwie Probleme kriegen, weil er ja voll beladen ist. Naja, noch nicht. Beobachten wir mal. Natürlich doof. So. So. Du, ach so. Wo bin ich denn jetzt? Hier mal außen rumlaufen.
So. Okay. So, der Lexion hat durchdrehende Reifen. Ja, wo fährst du auch hin? Ey, echt. Was soll der Scheiß? Was soll der Quatsch? Wieso fährst du jetzt wieder rückwärts? Was ist das? Kann mir das einer sagen, was das soll? Die da warten. Ich lasse ihn jetzt einfach mal stehen, lass die anderen mal dreschen. Also mit meinen Abfahrern. Da kommt einer. Ja, das interessiert jetzt mal gar nicht. Das auch nicht. Außer, dass der schon recht voll ist. Weich. Ich werde hier weich. War so schön gedacht. Gut, dieses durch die Frucht fahren ist natürlich null realistisch, ne? Ist auch klar. Brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen. Wo fahren denn meine... Bitte mein Cargo Line. 0. 0. Oh, der hat zumindest schon abgeladen. Ja, Drescher... Klar sagt Drescher, du sollst anhalten. Du bist ja auch bescheuert. Ja, auch blind oder was weiß ich, was du bist.
Jetzt lassen wir den mal losfahren, dass wir hinter dem sind. Und dann gucken wir mal, ob wir uns dann wieder mit in diesen Drescherverbund mit einreihen können. So, also, was soll ich sagen? Mit 90.000 90.000 oder fast, ja, ich glaube 90.000 passen da rein. 90.000 Liter, nee, das ist der kleine, 75.000 Liter Getreide drin. Ohne Probleme im It Cosplay zum Hof gefahren und zurück. Also zurück ohne, ne? Aber ohne Probleme hat er geschafft. Also kann das Problem nicht ganz so schlimm sein. Ja, sagt, du sollst anhalten. Ja, sollst du ja auch. Wo fährst du überhaupt immer hin, ey? Was soll der Quatsch? Was soll das? Echt? Macht null Sinn, was du hier tust. Er fährt rückwärts. Jetzt zeige ich mir an, er fährt vorwärts, er fährt rückwärts. Er fährt rückwärts. Ich lasse ihn jetzt mal rückwärts fahren, bis er ans Wasser fährt oder was weiß ich. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Was soll das? Ich verstehe es nicht. Verstehe es nicht. Was hat er vor? Ich verstehe es echt nicht. Verstehe es nicht. Und der hier so ein Mist macht. Habt ihr das schon mal gehabt? Schreibt mal in die Kommentare. Ich verstehe es nicht. Verstehe es wirklich nicht. So, die Zeit ist auch um. Wie es weitergeht, seht ihr morgen. Und ja.
diesem Sinn sage ich erstmal ciao. Und ist schon wieder irgendeiner voll? Ja, Sicherheit. Ja, wie gesagt, morgen seht ihr, wie es weitergeht, ob ich den hier dann verschrotte oder was ich damit mache. Ich muss mal schauen. Vielen Dank für eure Kommentare, Likes und Abos, eure ganze Treue und so weiter und so fort. Und ja, bis Montag. Ciao.